Oh.
Fire!
Hello. Hello, Jacobi Müller. What up, Likey? Wie geht's mal bitte alle gleich bezahlen? Hallo? Kann man nicht hören. Wann geht Round Robin los? Hoffentlich kriege ich vorher was zu essen. Und danach geht's los. ASMR Melee. Ich weiß nicht, wer die beiden Spieler sind. Ich habe sie noch nie gesehen. Wisst ihr, wie die heißen? Und Rumble. Rumble habe ich doch schon mal im Twitch-Chat gesehen. Sehr sicher.
Falco und Nick. Oh, mega lol. Ja. Also früher gab es die Doc-Kits, jetzt gab es anscheinend die Corona-Kits. War sehr interessant. Rechts auf dem Monitor sehe ich das Gameplay im Fullscreen, aber man sieht keine die Slippy-Schlampen. Ich sehe da rechts das Gameplay, aber ich sehe keine Stocks oder so. Muss mal nach links gucken. Muss ich mal hier dem Stream-Setup-Typ fragen, was da los ist. Nichts, hier gibt es ein ASMR. Also bitte nicht so laut sein, danke. Keine Chance. Wann kommst du denn eigentlich mal ein Like? Bitte nicht so laut sein. Er ist gerade am Einschlafen. Warum sieht man hier keine Stocks? Das habe ich auch bemerkt, danke für diesen Exposure. Damn. Nie wieder. Nike ist nur noch ein Underground-Melee-Spieler. Hallo Luis Bamana Boni. Sogar im Twitch-Chat gibt es mal eine Leute. Ich habe Young Ulrich am Samstag bei Virtual Melee zum ersten Mal gesehen. Er hat mich zum Friendly-Spielen eingeladen und an die 20 Male geforstockt. Anschließend hat er darauf bestanden, dass ich für jeden Forstock 10 Liegestütze mache. Und wenn ich dem nicht nachkommen sollte, er mich 4 EAL 4 stocken würde. Ich war verängstigt. Naja, ich hoffe mal, ich krieg jetzt noch irgendwas zu essen, bevor es hier losgeht. So, herzlich willkommen zu diesmal nicht Evo, sondern Mittwoch. Erste Matches sind VK gegen Haramboy, Nick Thread vs. Marley und Tafsi gegen Banane. Banane, sorry. Alles besser auf Fall. Ja. So.
und Bock. Bist du noch da? Warum sagt denn keiner irgendwas? Hey Kevin, hier ist Arthur. Hallo. Diggi, was machst du so? Ich würde voll gern mal wieder mit dir irgendwie, keine Ahnung, einen Abend verbringen oder so. Ich komme mal, ja, muss nicht unbedingt sein, aber irgendwas halt. Kevin, kommst du eigentlich zum Arcadian? Eventuell einfach nur so? Als ob, Alter. Kevin, schreib mir. Der war bei Enderverein dabei. Ja, okay, ja gut, es ist 2019. Ja, Digga, auf jeden Fall, ich schreib dir oder du schreibst mir einfach, wenn du Bock drauf hast. Wenn du Bock hast, schreib mir einfach, weil ich hätte voll mega mäßig Bock. Ich habe auch ein paar Tage Urlaub und so, bevor ich nach Kronach fahre. What the fuck is a Kronach? Und ja, jetzt können wir natürlich dieses Match kommentieren. Victor mit dem Fuchs, kein Puff. Falco. Oh, sorry. Victor mit dem Falco, kein Puff. Ach stimmt, der hat irgendwann geswitcht, so mehr oder weniger. Stimmt, ich erinnere mich. Wer ist Haramboy eigentlich? Kennen wir den? Haramboy ist ein Slippy Kid. Slippy Kid. Der streamt auch immer. Frisch geschlüpft aus dem Froschei. Ja. Der streamt auch öfters auf Twitch. Echt? TV/Haramboy9. Ah ja. Haben wir noch nie mitbekommen. Ja, der macht. Aber wird bestimmt. Wird bestimmt. Ich glaube an die Content Creator. Der macht auch Turniere, also Slippy Turniere. Engmaste, auf geht's, Haramboy. Yes. Haramboy-Legende. Okay, anscheinend bekannt nah und fern. Der war auch einmal beim Edo auf mal dabei. Der war schon mal da? Ja, ist leider nice. Auf 0-2. Da musste er zahlen heute. So muss es sein. Ja. So muss es sein. Bisschen was in Konzis. Schwarz-Gelb. Dieses drei Spielen. Schade, dass ich den Fernseher heute nicht mitgenommen habe. Der war so geil. Kannst du mal gucken bei den Usern, ob Kevin noch da ist? Kannst du gucken, wer im Chat ist? Ja, ist noch da. Du hast mich verstanden, Diggi. Ich habe HM up, hit me up. Oh, krass. Tja, das habe ich jetzt nicht erwartet. Ich habe mich eigentlich schon auf Puff vorbereitet. Die ganze Woche eigentlich. Victor, immer ein Threat gewesen, als er noch am Start war. Ja, Haramboy ist auch bei den Amis beliebt. Krank. Bei den Amis auch. Das ist halt so krass, wenn man halt, das ist so, jetzt so zwei Welten gibt. Einmal Offline-Mädel und einmal Online-Mädel. Ja, Mann. Bei Amis und Deutschen gleichermaßen beliebt. Machte sich hier bei seinem ersten Weekly doch vielleicht einen Namen. Zweiten Weekly. Bei seinem zweiten Weekly. Und nutzt es auch gleichzeitig dafür, um seinen Twitch-Kanal zu bewerben. twitch.tv/haramboy9, folgt mal rein. Und wenn ihr einen Prime-Sub habt, lasst es hier bei uns, ne? Wir brauchen das. Wir sind alt und brauchen das Geld. Oh shit. Okay. 4-2 Stocks. Victor hier mit dem, ich würde sagen, doch mal deutlichen Lead erstmal. Hat sich daran erinnert, wie dieses Spiel funktioniert. Ja, genau. Der Knopf, der kleine rote Knopf mit dem direkt neben dem großen grünen Knopf drücken. Und nach unten halten. Ist als Falco eine gute Idee? Ich glaube, erst nach unten halten, oder? Erst nach unten halten, das stimmt. Aber im Prinzip ist es so. Oh, das war gut. Ich habe mir gedacht, er macht eine Backer und snap direkt. Ja, ich denke, man hätte sicherlich auch direkt eine Full Drift Downer machen können und dann wäre das Stock vorbei. Aber das war natürlich auch okay.
Und im Widescreen Melee kann ich das eh nicht so genau einschätzen, wie wenn Fox weg ist, deswegen. Das ist alles ein bisschen komisch. Nee, ich glaube, man kann sich da nicht gefühlt dran gewöhnen, wenn man Melee spielt. Wenn man nur Melee gucken würde, dann wird's gehen. Aber sobald du wieder spielst, hast du ja wieder diesen engeren Bildschirm. Und dann sind die ganzen Relationen, wie weit er jetzt weg ist, wegen der Kamera. Oh mein Gott. Dashdance springt raus mit Eiern aus Granit. Down air und ab in den Abgrund. Und jetzt FD. Straight into the Abyss. FD. Findest du das Matchup bei FD? Well, they kind of destroy each other, you know? it's personal preference. Ich glaube, das Problem ist, dass Falco zwei Moves hat, mit denen er seine Combos starten kann, und zwar Downer und Shine. Und Fox müsste halt, um seine großen Moves zu kriegen, entweder einen Raw Grab kriegen oder nach einem Shine kriegt der Fox einen Knockdown und dann kann er Tech Chase Grab machen. Was an sich ganz gut ist. Oh Gott, what the fuck is happening? Irgendein komischer Mensch ist gerade hier drin. Meanwhile. Achso, Kevin, und wenn du da bist, heute habe ich sogar vielleicht auch schon Zeit. Morgen ist nämlich Feiertag. Ich muss ja auch arbeiten. Oh, mit dem Genie. Also sag an, was abgeht. Ich habe richtig Bock, mal wieder mit dir abzuhängen. So, 2-1 hier. Haramboy mit einem guten Start. Aber dann. Ist er mehr Haram als Boy momentan? Mal gucken, ob wir ein Game 5 haben. Ist das alles Game 5 im Round Robin? Best of 5, ja. Game 5? Genau, was ich meine. Ich hoffe nicht Game 5. Alles Game 5, das wäre schon... Zum Glück haben wir keinen... Zum Glück haben wir keinen Jigglypuff und Peach da. Ja, zum Glück. Ja, wer weiß, vielleicht packt Victor... noch die Pummeluff aus. Und du deine Peach? Ich meine Peach, ne, meine Peach ist leider Trash. Ich hab leider keine Peach. Ich kann aber Puff durch das spielen. Ich hab ne Puff. Genau, das meine ich. Das war meine ich mit den Downairs. Die Straight Up Angles. Einfach covern, bam, draufgekloppt einfach. Ja, ich wüsste jetzt auch nicht so genau, was Haramboy besser machen könnte. Ich glaube, die Punches sind ein bisschen dünn. Er kriegt viele so Straight Shines und dann ist es halt das alles. Das muss ein Edgeguard sein. Okay. Das war ein bisschen tricky. Ich weiß nicht, wie er jetzt spielt, aber wo ich mit ihm Trendies gespielt habe, hat er sehr viel Opening mit Down Air gemacht und dann konnte ich einfach grabben. Ja. Vielleicht halt mal das wegmachen. Ja, Down Air ist schon okay. Also. Ja, weil dann kriegt man halt, man kann halt ziemlich gut Down Air punishen. Ja, wenn man es essen hat, aber Downer ist schon legit Kombo, so Starter für Fox. So Neutral Opener. Er macht wahrscheinlich droppt er sein L-Cancel, wenn du ihn Partner vergraben kannst. Ja, er hat gerade sein L-Cancel gedroppt. Ja.
Ey, einfach gecovert mit Downer. Ich glaube, das ist leider, also, gutes Showing. Spiel ein Captain Falcon im Turnier? Ich glaube leider nicht. Nee, Captain Conscious ist ja nicht da. Ich kann es probieren. Aber eigentlich wenn nicht Lake wirklich. Wenn noch kommt. Ja, vielleicht. Ich glaube, das Bracket ist leider schon finalized. Nee, letzte Woche haben wir CF da gehabt, unseren Hometown-Hero Konstantin. Ich glaube, Konati Boy. Oder? Ja, Juggle war nicht da, glaube ich. Ich glaube, Juggle war nicht da. Oh ja, das ist es. Tut, dass wir aktiv Turniere unterschreiben? Ja, voll. Es gibt ja jetzt einige Turniere. HTS war vor ein paar Wochen, kommt auch im Juli wieder. Dann haben wir Virtual Melee nächsten Monat, 18.06. in Braunschweig. Dann gibt es Arcadia am 27. oder 29.07. 28. an dem Wochenende, letztes Juli-Wochenende, glaube ich. Oder vielleicht ist es vorletzte. Ich glaube, es müsste das letzte sein. Zeitgleich mit Fete in Amerika. England. Also es gibt einige Optionen. Wer Bock hat, kommt auf die Turniere. Wir brauchen Leute. Wir freuen uns über alle. Und ist immer wieder nice. Wer kann spulen? So, mine was free of me. Brother. Is it this one? Marek? Yes. Yeah, I will be in Marek. Free of me. Yeah. And the hand check. So, gegen wen soll ich jetzt spielen? Wahrscheinlich, oder? Nicht so gut, dass man hier mal so eine. Gegen Haramboy. Haramboy? Wir müssen spielen. Ja. Banane, wie hast du gespielt? Bitte? Eigentlich könnt ihr auch an. Was geht, der Chat? Eigentlich könnt ihr auch machen. Hauptsache, dass jeder, fast jeder mal einmal. Ich mache jetzt meine Pause. Down smash. Pop. Das war der erste Stock. Was ja was am Meer kommt. Gute Marley mit einem guten Start. Aber jetzt ist wieder gleich mal Gleichstand, Stefan. Melee ist auf Steam RPG oder ich glaube, das wurde auch bei dem Melee Discord Channel. Smash GG kenne ich nicht. Oder Star GG jetzt. Ich kenne noch Star GG. Ich finde, Smash GG sollte ein gebanntes Wort im Chat sein. Wenn man das einmal schreibt, wird man für einen Monat timed. Vielleicht kriegt man dann Sponsorship von Microsoft. Und dann Jack Bezos und der endet deinen Kanal.
Ja, Usappa, willkommen in der Zukunft. Das Jahr ist 20XX. Alle Turniere spielen nur noch mit Maske. Robin ist gebannt. FD ist kein Starter mehr. Die Welt geht langsam zu Ende. Eine Pandemie folgt der anderen. Alles spielen nur noch Boxcontroller. Boxcontroller sind legal. Das ist eine deprimierende Zukunft. NTSC Yulan, nicht vergessen. Nee, NTSC ist erlaubt. Usappa ist also offiziell eine Slippy-Schlampe. Zitat, Likeylicious. Naja, eigentlich wäre es ja so Corona-Kids, aber das K ist schon für Doc-Kids, deswegen muss man leider was anderes nehmen. Corona-Boomer? Ja. Was geht also? Die Dynamik bei den Multis ist ganz anders, Seite, wie das mit auch ist. Victor ist mal wieder da. Maxi ist wieder da. Round Robin. Der Typ. Irgend so ein Typ kommt immer rein und raus. Ich weiß nicht, was der will. Ich glaube, der hat noch was hier. Ja, irgendwie sowas. Aber kann jetzt sein, dass er trotzdem irgendwas will oder irgendwie. Ja. Was er will auf Klo. Ich glaube, der von den Liefermann. Ich finde es auch gut, aber keine Ahnung. Oh mein Gott, ey. Oh. Wunderschön. Kann man eine Hitbox schöner platzieren als das gerade eben? Jungs, wann gibt es mal Gambles hier auf dem Channel? Kennt da jemand das Set abführen? Ich glaube, nee. Ich bin halt etwas beschäftiger, deswegen kann ich das nicht so gut machen. Eventuell kann das ein Likey-Fight machen. Der Moderator kann das. Weißt du, wie das geht? Keine Ahnung. Du kannst ja mal irgendjemand sagen, dass das war. Ja. Wir sind alle wütend auf den. Ja, einfach die Verantwortung zu jemand anderem. Okay, Likey macht das oder er wird gebannt. Ja. Oder kein Mob mehr. Es ist halt schwierig, gleichzeitig zu führen und das machen. Hey, cooler Laptop. Keine Ahnung, von wem der Laptop da ist. Du musst gleich aufladen, der Akku hält das Gerät, oder? Nee, aber ich möchte... Hast du TLP installiert? Ja? TLP? Muss man mal machen, das ist so Power Management für ein ThinkPad. Ja, ich weiß nicht, ob das mit Fedora doch geht. Ja, natürlich. Da hast du halt locker 30-40% mehr Akku. Ja, und da kann man doch einstellen, dass er nur bis 85% ist, ne? Genau, ja. Das habe ich die meiste Zeit gehabt, glaube ich. Das ist halt wirklich ziemlich gut. Drückt 1, wenn ihr TLP installiert habt. Ja, die Mods können das machen, like ich.
die Frage, die uns alle stellen, wird das hier jetzt ein 3-0 mit einem Fistbump? Let's go! Ich kann spielen. Du kannst mich wieder spielen. Am besten spielt man da dann, ne? Caro noch viel zu gut. Also, das ist wirklich. Ja, natürlich. Also, ich glaub, der spielt halt auch ziemlich anders als jeder andere Mal. Ja, stimmt. Es ist wohl der beste Mal von Deutschland, oder? Ja. Also, ich glaube, letztes PR war dritter platziert oder zweiter und die Jode ist wirklich krass. Ja, natürlich, natürlich. Ihr beide habt ja schon gespielt, ne? Ja. Ja, du kannst gegen Mari spielen. Okay. So, let's go. So, ich bin Mari. Wie waren deine Sets gesprungen? Voll gut. Okay, aber ich hab gegen Eisenhammers gerackt. Also wurde ich gerackt. Spielt man halt ziemlich selten gegen Eisenhammers. Man spielt halt ja auch ziemlich selten gegen Eisenhammers. Ja. Es hat so viel möglich jetzt mit Slippy. Es hat so viel möglich jetzt mit Slippy. Ja, man kann das mit so einem Whitescreen machen, oder? Ja. Das ist ja hier. Macht das eigentlich Sinn, an der Konsole zu spielen oder am TV ist besser? Hm? Ja, ist das.
besser, hat das Sinn, mehr Sinn auf Snippy zu spielen oder auf der Konsole? Ich glaube, offline ist Konsole immer noch besser. Ja? Ja. Was wäre das denn Unterschied? Ja, Konsole hat ja immer 100% Power. Ich kann ja nicht durch irgendwelche Hardware. Keine Frame Drops oder sowas. Ja. Außer halt, wenn dann irgendwie überhitzt oder so, aber das ist ja. Oh, Solid Smoke, dann nicht das für die Falle. Das Gute halt am PC ist halt, dass man online spielen kann. Halt noch auf dem Röhrenfernseher spielen kann. Was? Und man kann halt auch auf Röhrenfernseher spielen. Ja. Also auf dem PC kann man es ziemlich schwer machen. Es ist ziemlich schwer noch auf dem Röhrenfernseher zu spielen. Okay. Weil das ja nicht diesen Anschluss hat, der mir das anzubieten. Da ist dann eher die Frage, ob man am Monitor spielen möchte oder am Röhrenfernseher. Am Monitor, also finde ich ehrlich gesagt, das sieht zum Beispiel viel cleaner aus als auf dem Röhrenfernseher. Ich finde beim Spiel am Röhrenfernseher ist halt, dass das kein Ghosting gibt oder sowas, dass halt das wesentlich klarer ist, wenn man die Bewegung von den Charakteren durch die Technologie, die da hinterlegt. So hast du das, modifiziert, dass das so anders aussieht oder was? Ne, dass die Stocks anders sehen. Ja. Okay. Sick. Ja, wir haben die besten Setups auf der Welt, aber die wenigsten Spieler. Dann glaubst du, dauert das? Bis 10 oder so? Ja, ist ja schon. Oder vielleicht nicht so lange, ne? Im Prinzip müssen ja jeder 6-mal spielen. Gibt sogar 10 Runden, ja. Wir haben schon fast ein Drittel aller Games gespielt. Ja, okay. Das ist abgeschlossen, kannst du auch machen. Ey, was war denn da los, ey? Ja, der kommt immer mal wieder rein. Ich weiß halt nicht, was er immer so sagt. Der kann halt. Ich weiß nicht, ob er nicht so gut Deutsch kann. Das Geistige ist ja ganz dabei. Hä? Das Geistige ist ja ganz dabei. Ja, der ist immer irgendwas. Ah. We won against Banana, right? Diesen Chan Porters! Wollen wir mal Licht anmachen wollen? Ja. Nee. Kevin! Come back!
Du hast mir immer noch nicht geschrieben. Kleines Pleasure. Sedge. Wann fliegen wir Kevin? Ja, Kevin, wir machen Fundraiser. Ich gönne dir 9-Euro-Ticket. Das ist nur der Bus. 9-Euro-Ticket für einen. Wir fliegen dich ein. Gibt es noch eine Strecke Schönefeld-Tegel? Ja, genau. Du musst erst nach Tegel. Nee, erst nach Schönefeld. Erst nach Tegel, da merkt man, oh scheiße, der Flughafen ist zu. Ab nach Schönefeld. Und dann von Schönefeld. Da, von da. Sheesh. Er sagt einfach nö. Lachender Frog Smiley. Krank. Malisch sieht heute ziemlich solide aus. Hat 3-0 in den Fußball auch. Hat 3-0 gegen Wichtiger gewonnen. Echt? Ja. Heftig. Oh! Der Kommentator Skosus. Gibt es noch ein Match, was ich spielen kann eigentlich? Hast du gegen Mixred schon gespielt? Nee. Und hat halt keine Prozente. Ja. Noch cinematisches Meme 16 zu 9. 21 zu 9. What the heck, Popo? Thank you.
So, wenn ich hier rauf drücke. Der Stream ist bereit, ihr dürft jetzt spielen. Ich glaube, die haben nicht gehört. Wir müssen noch spielen. Ne? Geklippt? Was? Das war geklippt? Keine Ahnung. Er hat einfach tausendmal auf den Knopf gedrückt. Anyway, das ist wahrscheinlich das spannendste Spiel des Tages. Beziehungsweise das um Platz 1. Was? Das Spiel um Platz 1 ist es, glaube ich, sogar. Jetzt. Das hier, ja, finde ich. Nichts weit gegen die Kara. Aber du hast schon ziemlich coole Sachen gemacht. Farbensteuerte Sachen. Wo du versucht hast mit der Fair zu. Ja, das ist immer cool, aber nicht. Manchmal geht's auch nicht. Genauso viel das Basic wie Marv heute. Obwohl, nee, ich weiß das nicht. Oder? Nee, zwei. Einmal den Rambo und einmal den Fußball. Ah nee, legst du dann auch noch, ja. So, ja. Das war nur ein Italiener. Schade, ne? Ja. Da musst du mehr entwickeln. Ja. Obwohl, Lele war auch cool. Hm? Lele war auch cool, das war auch. Ah ja, stimmt, der war auch cool. Ja. Ich weiß nicht, was er war. Sah cool aus. Ja. Was hat der gespielt? Pikachu? Pikachu. Mit dem Fedora. Nein. Der hatte doch auch einen grünen Fedora an. Nein. Das ist auch schlimmer. Aber ich, das, man muss Respekt haben, dass er sich so anzieht. Gut, ja, stimmt. My bad. Stell dir mal vor, es kommt einfach so ein Jigglypuff-Mail mit dem Burger King-Krone. So ein Blumen auch. Nicht mit Burger King-Krone einfach. Ja. Sehr cool. Anyway. Any Italians in the chat? This
von den Italienern deren Lieblingsstage? Von den beiden Italienern die Lieblingsstage. Die Pinkstage? Die Lieblingsstage. Achso, Pinkstage. Pinkstage, ja. Ist auch. Okay, dann bin ich auch Italiener. Mein Lieblingsstage auch. Achso, die. Die ist auch gut. Ja, ich bin irgendwie motiviert. Weil ich lieb's halt mit Plattformen zu spielen. Ja, also ich darf nicht mit Plattformen spielen, ja. Weißt du? Boah, also seit Sieg ist es, macht das richtig Spaß. Oh mein Gott. Ja, ich sehe halt wie eine Roomba, weißt du, Alter. Sei mal froh. Ja. Ich glaube auch richtig scheiße für dich ist halt Dreamland, ne? Was? Dreamland ist richtig scheiße für dich. Also Dreamland gefällt mir persönlich, aber nee, ist nicht so schlimm. Nee, kommt doch an, wie man spielt halt. Ja. Wenn jemand so richtig Plattform-Campy ist. Dann ist es schlimm, ja. Also alles mit Top-Plattform ist halt. Ich hab mal gesehen, bei einem Turnier, wo ich mal war, da im Raum wurde getimeoutet und zwar immer irgendwie Fox hat immer gelasert und dann auf die Top-Plattform gegangen. Cool. Das ist cool. Das hab ich live experience mit. Man kann halt fast nichts dagegen machen, was halt. Jedenfalls nichts, was unsafe ist. Nein, ja, genau. Also als IC. Ja. Ja, darf man weinen und. Double Jump. Abwehr, ne? Genau, ja. Boing, boing, boing. Boing. Wieder umkommt.
Are you okay? No. I gotta lay down. I gotta lay down. Yeah, wanna play? Ouch. Okay? Ja, ja. Wollen wir gleich mal? Mach wenn man auf dem okay, it doesn't really matter, right? So, let me see, VK, Wisdom. Okay, Topsy and Ring is in Tufsy is my brother. Huh? Tufsy is my brother, by the way. He's your brother? Yeah. Who? Tufsy. Oh. Okay. Ne, wenn er Eistreiber hat, dann bestimmt sich 3-0, ne? Der Turnier ist mit Falco scheiße. In Frankie sind dann nicht so schlecht zum Schluss. Aber so, das ist halt nicht okay. Aber ich hasse das Falco-Matchup. Mali gespielt gegen einen der Falcon. Gegen Victor, glaube ich, 3-0. Hat er gewonnen? Ja, scheiße. Ich wusste es nicht. Er hätte mit ihm sein Spiel. Gegen Next Red 03. Hätte er Zeit gehabt, mit 30 Fantasy zu spielen, damit er weiß, wie er so drauf ist, dann wäre anders. Ich meine, er hat verloren, der Victor hat verloren. Guter zusammen. Ja, aber gegen Samus ist ja auch eine ziemlich andere Dynamik. Du meinst Isis oder Falco? Ja, Falco. Ja, gegen Falco, Samus. Ich hab. Quasi er hat die ganze Kontrolle über das Match und ich muss darauf hoffen, dass er auf mein Schild losgeht. Und aber theoretisch kann er einfach sparen. Also entweder, ich weiß nicht, vielleicht ist das Match am anders, wenn ich Power schieben kann. Aber für mich fühlt es sich jetzt so an, als weil ich nicht Power schieben kann, dass ich ihn so quasi ihm ausgeliefert bin und er muss Fehler machen. Und dann muss ich so cheese-mäßig an seinen Lasern vorbeikommen, um irgendwie mit dem Wave Dash in Depth zu kriegen. Popo mit 90%. Wenn ihr ihn nahe hast. Ich bin Skinner. Ja, aber ich glaube, da ist es. Aber ich würd die niemals die Unterscheidung machen. Glaub. Es verwirrt einen nur, wenn man nach dem Skin geht. Okay.
generell das ist halt mal gucken. Oh, jetzt kommt natürlich. Hat schon mal Male in Game gezogen? Ich glaube nicht, bin mir aber nicht sicher. Marvel Soul. Was war das? Marvel Soul und dann ist er aus dem Game. Ich hab da kurz nicht verstanden. Ah, die hat einfach nur gesagt Marvel Soul und da hat sie dann aufgehört. Manchmal braucht man keine Worte. Ja, für Marv. Ja. Bei Marv weiß, wissen alle, was Marv ist. Aber ich hasse alle Kopfkills, glaube ich. Ich hasse alle Kopfkills. Außer Fox. Komischerweise hasse ich alle Top-Tiers. Fox auch, aber am wenigsten, weil, keine Ahnung, er hat kein, ist so honest. Sein Punish-Game ist einfach nur krass, aber der Rest ist eigentlich honest. Ist gut, aber so, der Counterplay ist offensichtlich. Es gibt einen offensichtlichen Counterplay gegen alles, was Fox kann. Ja, ich finde halt, ich mag viel lieber dieses slowe Matchup. Außer Full-Jumping. Also sowas wie Peach und Puff finde ich eigentlich am geilsten in diesem Spiel. Obwohl Puff ist schon scheiße. Peach, okay, Peach ist auch, finde ich auch fair. Peach ist natürlich auch Peach, Fox. Das war's. Was? Peach, Fox? Vielleicht Sheep, aber hängt vom Matchup an. Weil Sheep kann jetzt auch nichts, nicht zaubern. Ich finde irgendwie Sheep ist die bessere Kettenfarbe. Ist auch. Ja. Und das finde ich auch mehr Hype. Aber Captain Falcon hat Aerials. Sheep, ja, aber ihr Short-Up ist kacke. Das heißt, in Matchups, wo du grounded Sheep spielt, dann, na okay. Mein Sheep ist zu schlecht, um dazu was zu sagen. Aber zum Beispiel gegen Ice verliert sie. Aber das liegt jetzt wahrscheinlich eher am Changel, ne? Ich glaube, Dennis findet das anders. Was? Er denkt, Sheep gewinnt, aber ja. Sheep muss nur mega on point sein. Eigentlich müssen das ja alle on point sein. Ja, eben. Das ist einfach nur ein Top-Character Privileg. Ich glaube aber trotzdem, Ice ist gewinnt. Ich finde voll lustig, dass jetzt Leffen sagt, ja, Leffen ist. Aber ich glaube das selber nicht. Leffen ist ja immer. Ja, ich glaube das selber nicht. Er mag Drama halt. Ich glaube, er macht's. Genau, er macht's einfach nur, weil es witzig ist. So. Quasi einfach nur damit Leute drüber reden. Ja. Wow. Ich bin nee, es war nicht mit Absicht. Die sind beide Vorstop. Das war niemals ein Salt. Das war nicht auf Salt. Nee, das war Ich glaube, das Game ist neu gestartet worden. Und dann ist es ein neues Game war das. Nein, da muss ich schnell. Als ich geguckt habe, waren die schon im Match. Thank you.
Zweimal von zwei mehr Falken. Zwei mehr Falken. That ain't Falken. Downhill ist eine Anti-Aerial. Ihr habt das jetzt zuerst gesehen. Gemasselab. Intensives Neutral. Gegen die beiden hast du ja schon gespielt, ne? Gegen Arthur und... Dann nee. Gegen Arthur habe ich noch nicht gespielt. Wie ist dieser Screen an? Der ist irgendwie voll... Hm? Kann ich die ganze Kommunikation mal auf dem spielen? Damit ich die... Damit ich nicht beim Screen habe. Wie meinst du es, dass da kein Prozent ist? Genau. Weil ich das über einen Browser mache beim Screen. Das ist mit Zoom verbunden, als kann die Daten übertragen. Ja. Lustiges Match. Was it close? Wohnmatch war es keine Frau. Ich muss noch gegen Victor und gegen Banane spielen. Ja. Victor ist gerade It's close. It was very, very close. So that guy's got a big sword.
Big Schlong. Was? Was? Oh mein Gott. Heute sind es 200. Mindestens 2000. Ja, ne? Yeah. Das ist eine deutsche Major. Deutsche Weekly. nee, heute waren 7 Leute, ne? Ja, 7. Ja, Round Robin. Dein Lieblings-Robin. Heute ist Red Robin, leider. Ja, imagine, ganz Berlin spielt einfach. Drei Millionen? Alle Round Robin. Week-long Event. Best of 5. Cruise 500.000. Ich glaube, im Westen gibt es auch Patrouille-Weeklys. Ich glaube, in Köln gibt es wieder Weeklys, bin mir nicht sicher, oder Martin. Genau, ich bin halt am... I don't know... Geography? Ja. Nordrhein-Westfalen ist ganz im Westen. Wo ist Hannover? Hannover ist im Norden. Ist in Mitte. In Mitte oder so. Ich bin richtig schlecht im Video. Ich gucke mal Google Maps. Ja, ich. Gehst du das heim von den Turnieren? Gehst du das heim von den Turnieren? Was meinst du? Gehst du zu Hannover oder Braunschweig? Nee, zu Virtual Medic? Ob ich gehe? Nee, ich fliege bald nach Amerika. Also nächste Woche. Das ist meine letzte Euro für einen Monat. Schade, ne? War dann vielleicht Feed 2? Oder Arcadia? Ich glaube, die sind zeitgleich, ne? Ich glaube, die sind zeitgleich sogar. Genau, ja, also... Eins von den beiden. Genau. Also Arcadia ist halt weniger Geld. Feed 2 ist halt mehr Leute. Mehr Leute. Ich war noch nie in der UK. Ich war einmal. Ja. Mit der Schule. Aber. What do you do in Stoke on Trent? Einfach, wenn ihr gucken möchtet, mit dem Locals einfach beim German Melee Discord hingehen. Ja. Da ist die beste Anlaufstelle neuerdings. Früher war das mal Facebook, was halt richtig weird war. Da habe ich auch zum ersten für den Melee getreten. Benutzt man in Amerika noch Facebook? Da sind noch Facebook. Ja. Weil in Deutschland ist halt Facebook nur noch für Boomer. also du meinst für Melee oder generell? Ja, mit den alten Leuten. Die Millennials sind dabei noch. Ja, bei uns eigentlich fast nur noch immer, was halt wirklich ist. Ja, das auch. Sonst gibt's auch viel bei Twitter. Ja, Twitter ist ja allerdings auch so. Was passiert hier? Das ist so close. Die haben ja früher auch was das gespielt, wo noch VK Jigglypuff gespielt hat. Das war jetzt noch ein bisschen mehr. Ja. Okay. Ich bin nicht. Okay, the...
gegen Male. Nach dem Turnier gibt es noch weiter Stream. Machen wir mal so ein bisschen. Bis wir nach Hause gehen. Das ist halt immer meistens Open End bis keine Ahnung 0 Uhr. Das ist halt schon möglich. Ja. Normalerweise ist auch das Turnier am Donnerstag, aber morgen ist es halt zu wegen Christinefahrt. Deswegen sind wir heute an einem Mittwoch da. Arthur spielt schon Ewigkeiten. Victor, also VK eigentlich auch. Hat er früher Puff gespielt, der ist der Falco. Vor allem von Tafsu und Float, von Spacey. Besser als die.
Robin zu sehen. Das ist interessant, so Round Robin zu sehen. Das ist interessant, Round Robin zu sehen. Round Robin. Weil ich wüsste gar nicht, wie ich das gecheatet hätte. Oh, ja. Ich hätte doch gar nicht hier so. Ja. Ich hätte mich nie mal so. Ich weiß auch nicht, wie die sind alle. Ja, Tassi hat auch seit langem mal wieder gespielt. Oder beim Spiel halt. Ja. Kara Amboy ist ja auch ein Flippy Kid. Der spielt halt überwiegend Flippy. Kara Amboy. Der Fox ist wieder. Ah, ja, ja. Ja. Das ist halt sein zweites Flippy. Was ist der Falco? Der Falco ist ein. Der kommt aus Italien. Sehr gut. Nick Squid. Nick Squid. Nick Squid. Nick Squid. Nick Squid. Wie ist die Strategie für Squid? Ah, der ist irgendwie Platz 2 in Italien. Und das ist ja gut. Ich finde halt immer komisch, wie sich alles ändert in Berlin, wie schnell das ist. Ich finde halt immer lustig, wie schnell das sich halt immer ändert, wie wer alles kommt und so in Berlin. Ja. Wenn halt Leute hierher ziehen oder nicht. Ja, und habt ihr jetzt jede Woche hier? Ja. Und, aber es gibt nur eine bestimmte Anzahl von Leuten? Maximal 16 Leute. Letzte Woche waren wir fließen, also. Aber ich weiß nicht, ob sich das bald ändert, wegen Corona-Auflagen. Ich weiß nicht, ob das mehr wird. Wir hätten hier auch mal ein Arcadia mit 64 Leuten gehostet. Keine Ahnung, wie wir das geschafft haben. Auch mit da hinten haben wir das gerade benutzt. Was man halt nicht machen darf gegen Samus. Und man muss halt immer geduldig sein gegen Samus. Ja, ja, ich weiß halt, bei der Recovery ist halt so unglaublich lang, ne? Ja. Und ich spring mal so raus, wie jetzt mal. Ne, du musst eventuell mit Lasern halt kämpfen. Die Recovery. Um halt dein Timing zu verkacken. Am besten ist es halt noch die Bomben zu treffen. Highlight-Video reinkommen oder so. Die Air-Smash. Nochmal drüben. Oh, Pokémon Serie. Und spielst du auch Slippy? Spielst du auch Slippy? Nee, nicht so oft. Ich weiß noch nicht, meinst du, dass es macht Sinn, Slippy zu spielen? Ich finde, das macht sehr viel Sinn, halt, wenn man ein gutes Setup hat. Weil das ist halt wirklich ziemlich gut. Und halt, das ist auch MMR-based. Das heißt, je öfter man spielt, desto öfter spielt man mit Gegnern in deinem Linie. Das heißt, du musst praktisch immer so lange gewinnen, bis man. Bis man gegen die Armada geht. Ja.
Und bald kommt ja auch Rank raus. Keine Ahnung wann, aber bald. Ich weiß nicht. Das ist ja das, was du selber irgendwie Rank hatte, oder? Ne, halt. Wenn das jetzt schon mit MMR ist. Ne, MMR ist halt bei dem, dass es halt nur für Newbies halt eng ist. Je weiter oben, desto offener wird der MMR. Damit man ja, halt. Aber was ist der Unterschied zwischen jetzt und Rank sozusagen? Naja, die MMR, also die Suchfeld wird dann eingegrenzt. Ja. Wirklich? Ja. Ich dachte, das wird jetzt eingegrenzt. Naja, nur für die neue, also nur für die Newcomer. Wirklich? Damit die halt deswegen auch die Newcomer. Aber halt, je weiter oben, desto weiter wird es. Ach, wirklich? Damit man halt nicht 20 Minuten warten muss für ein Game. Müsste man ja bei Rank auch vielleicht 20 Minuten warten. Ja. Ja, aber da ist es ja, da geht es ja um was. Geht's um Hast du alle gespielt? No games dropped, guys. It was close though. I could have been dropped something. Thank you.
ja nicht, dass der Julian, wie hast du denn gespielt? Sagen wir Ende 2013, Anfang 2014. Das war so. Und dann habe ich aber, auch mehrere Pausen gemacht zwischen den so. Und öfter mal ein halbes Jahr gar nicht gespielt und so. Ich muss halt noch gegen den Top spielen.
Banane. Ja, jetzt fehlt nur noch WK gegen Tassi. Ja, nimmt das irgendwas an der Position? Ja, du hast eine gewonnen, ne? Keine Ahnung. Ich glaube nicht mehr. Wie spät ist es? 21:13 Uhr. Oh Mann, ist das. Ne, es wird nur noch WK gegen Tosti. Gegen wen? Ja. Aber das wird nicht jetzt in der Lage. Gibt es sowas? Stimmt. Ja. Tja, du bist halt nicht da, deswegen. Wer ist Kippe denn? Der Dritte. Achso, dann hat er wieder einen neuen Namen. Der heißt immer so bei... Sieht er nicht irgendwie anders? Wer ist der SDS Jam? Das ist wohl niemand anders. Vielleicht. 2016 ist für ihn ewig. Okay. Was auch so? Locker Schau und spielt länger als 2016. 2013? Echt? Und spät? Und hier. Woher weißt du das so, die Zahl so genau? Hä? Woher kennst du die Zahl? Ja, das von dir. Achso, okay. Doch, er lügt. Nein, Spaß. Mein Twitch-Account ist einfach meine... Man kann auch Twitch-Accounts wechseln, Namen ändern. Muss man nicht, aber kann man.
was ist aus mir geworden, was ist aus ihr geworden. Ich habe gedacht, Fred spielt viel weniger. Also es ist viel, fast viel weniger. Das ist ja 2018 ist ja die Guido Dolan Spiel. Aber die Zeit vergeht fast schnell. Ja. Wir sind alle schon alte Säcke. Bald sind die tot. Bald kommen wir nicht mehr aus dem Bett raus. Ja, man kann das. Ich glaube, jedes Jahr oder so kann man das nur wechseln. Aber man kann das. Man kann einmal pro Monat, oder? Einmal pro Monat? Oder war das für eine andere Plattform? Keine Ahnung. Ich glaube, einmal pro Monat. Man kann auch, wenn man auf Japanisch anschaltet, den Namen, der angezeigt wird, auf Hiragana oder Katakana machen, aber der Nutzername ist immer noch auf mit normalen Schriften. Ich sehe immer so einen japanischen Namen und dann in Klammern. Ja. Ja, das ist oder umgekehrt, genau. Nummer 18, was ist hier? Netplay ist eh viel wertvoller als das, was wir davor hatten. Ich musste die ganze Zeit Matchups lernen aus die paar Sets, die ich gespielt habe hier. Aber das Netplay war richtig scheiße. Ich habe nie Netplay gemacht, weil es scheiße war. Ja. Darum hat es übertrieben lang gedauert, bis ich irgendwie in Matchups gelernt habe. Hätte ich mal Netplay gehabt, als ich noch mega motiviert war. Ich wette, ich wäre besser. Aber dann wäre ich noch Mathman, also nochmal glimpflich gelaufen. Arthur ist erster geworden, das ist das allerletzte Spiel für heute. ja, Arthur hat ohne Games zu droppen gewonnen. Danach kam Nick Strat und danach. Hat der echt kein Game gedroppt? Der hat gar kein Game gedroppt. Da fühle ich mich ja viel besser. Und dritter ist Banana geworden. Ich habe Nick Strat hat 1-0. Ich habe 1-0 geführt, weil er gespielt hat. Game 1 war ich ein Edgeguard entfernt, 2-0 zu führen. Ja, danach ist alles gut. Unranked und motiviert hart. Unranked demotiviert mich immer, wenn ich gegen einen Falcon spiele. Oder Falcon und Mars. Dann, die sind immer so gut, dass ich zerstört werde. Und dann bin ich nicht sicher, ob es am Matchup liegt oder. Also, ob es daran liegt, dass der Gegner einfach besser ist oder ob Samus einfach scheiße ist. Ich finde halt immer. Da muss ich ja mal aufhören, damit ich nicht retire. Ich finde halt sowas als erstes Match immer richtig schwierig. Wenn das halt so ein richtig schneller Fox oder so ist. Ich hab mein erstes Match einfach so Triff gehabt. Voll dumm. Das war damals, als noch kein. Keiner mehr gab. Kein MR. Und dann ein anderes Mal war erst das Match einfach Professor Pro und dann dachte ich mir, ja, okay, toll. Vielleicht waren das auch Leute mit Fake-Namen. Nein, das war nicht. Also bei Triff habe ich sein Stream gecheckt und das war echt. Alter, sein Stream war ja, wo er diesen Setcount hatte. Wie viel er gewonnen hat. Ich treffe überhaupt noch. Also er spielt wahrscheinlich, aber ich glaube. Also wahrscheinlich ist das in Spanien überhaupt noch. Das ist halt so die Frage. Er ist ja jetzt der einzig so richtig gute Spanier, oder? Ja, davor gab es noch Redacted. Ja. Aber Redacted ist jetzt Redacted. Ja. Das war damals noch, als wir haben ihn gefunden, als. Habe ich gerade schon gesagt, als kein Matchmaking gab. Manchmal, wenn ich mega krass zerstört werde, google ich die Person, um zu gucken, ob er irgendwo ranked ist, damit ich besser fühle. Aber gegen Safe State muss das auch richtig weird sein, zu spielen. Ja, Link ist ja gut genug, dass du zerstörst wirst, wenn du nicht das Matchup hast. Ja. Ich finde Link bei Doubles richtig geil. Weil da kann man wirklich diese Ult-Strategie machen, ab in die Slam. Darum hat ja auch Six immer gesagt, immer nur Doubles gespielt und Singles einfach ignoriert. Er ist zu Turnieren gefahren, einfach nur um Doubles zu spielen.
Ja. Bei einem Turnier, wo ich dabei war, war es ja. Mein allererstes Turnier. Trophy Garden. Ich verstehe es nicht. Man kann einfach so Spaß einfach. Ja, wenn es ihm keinen Spaß macht, ich kann nicht. Das ist ja, ja als ob es ihm keinen Spaß macht. Keine Ahnung. Das ist einfach so Ego. Oh. Ich meine, ich kann es schon verstehen, ja. Doch, ich verstehe ihn, ja. Wenn ich, kann, wenn ich denke, ich werde eh zerstört, dann was ist das denn? Er hat ja dieses eine Mal an einem Turnier Singles gespielt, in Holland oder so. Und dann hat er einfach Amsa besiegt und Sigetto und ja. Ist einfach in Grand Finals, bis ins Grand Finals gekommen. Das habe ich gesehen, das war richtig cool. Das war voll krass. Also ich, das war irgendwie so ein Highlight gab es ja davon, Highlight sowas. Und dann hat er verloren. Er hat auch gegen Redacted gewonnen, ne? Nee, ich glaube nicht. Das ist der neue Name. Ja. Ich glaube, in dem Turnier war nicht Redacted. Ich glaube, er hat ihn nie besiegt. Also wenn, dann weiß ich nichts davon. Aber ich weiß, dass er Amsa besiegt hat. Also den Sheik Amsa. Ja. Mit H. Wer sagt Fürth, dass das kein Turnier war? Okay, es war Turnier. Das war Turnier, das war letztes Zeit. Wer hat gewonnen? VK, 3-0. Ja, okay. Victor. Ja, Tassi muss man halt mal wieder mehr spielen. Ist halt echt schade, wenn man 40-Stunden-Woche hat. Ja. 40 Stunden ist die dümmste. Hab ich auch, aber ja, ich hab Dings, Gleitzeit. Ja. Darum, ich kann immer so quetschen, dass ich herkommen kann. Ja, aber ich finde 40-Stunden-Woche ziemlich unnötig. Ja, vor allem, wenn es nicht Gleitzeit ist. Aber ich finde es allgemein so unnötig. Weil du arbeitest nicht 8 Stunden. Das ist physikalisch unmöglich. Ja. Du kannst nicht 8 Stunden am Stück arbeiten. Und dann noch die halbe Außer es ist was mega branded-mäßiges. Aber ansonsten ist es nicht physikalisch möglich. Aber dennoch. Biologisch, medizinisch, keine Ahnung. Nee, ich fange ja eine Ausbildung an, da muss ich auch 40 Stunden arbeiten. Ich fange halt dann um 9 Uhr an und dann ist ja halt bis 17:30 Uhr. Ja, aber so maximal kann man 6 Stunden arbeiten. Eigentlich 5. Vielleicht, wenn man sich zwingt, 6. Ja. Aber danach ist einfach nur, es macht keinen Sinn. Deswegen muss man Raucher sein, um halt immer Raucherpausen zu bekommen. Das ist halt wirklich bei, deswegen sind auch so viele Raucher glaube ich, bei sozialen Berufen, damit die halt mal Pause haben. Ich kann einfach so imaginär rauchen. Ja. Ich hole mir so eine Fake-Zigarette und die leuchtet einfach. Und dann Haben die genommen, damit die nicht so viel hochtragen müssen. Achso, ja, bestimmt. Sharon, ja? War ich viel schlechter als die anderen oder waren die anderen genauso scheiße? Machst du voll solide Sachen so? Einfach. Ich glaube, verlässlich, kannst du es ja auch wirklich so, dass du dich auf den Couchgirl verlassen kannst, ne? Ich benutze gar keinen Couchgirl gegen Marv. Ich weiß. Echt? Also kannst du halt noch mehr machen oder drauf achten. Du kannst versuchen, die Option zu punchen, was ich danach mache, weil ich dash auf the wave, damit du was machst und dann grab ich dich dafür. Du kannst so wave dash rein, down zwischen so ein Zeug halt machen. Ja, das macht Dark wave dash rein und dann macht er down zwischen. So ein bisschen noch proaktiver, aber ich find jetzt, nee, du hast auf jeden Fall voll gut. Also ich wurde einfach nur better player. Naja, ich spiele das Matchup auch schon, glaube ich, nicht so schlecht, weil ich halt weiß, Hast du jemals Schwierigkeiten gegen einen Samus gehabt? Ein bisschen ich wollte nur eine Frage noch. Hast du jemals Probleme gegen einen Samus gehabt? Ja, schon. Ja, den Baby zum Beispiel. Ich bin auf jeden Fall auch besser in den Menschen gehalten, aber du kannst auf jeden Fall viele Sachen machen, die ich sehr ähnlich sind. Ich bin zu faul einfach an die letzten.
Thank you.
Took a game better than last time. I think. Last time he went 0-2 with all games dropped. Okay. This is Mikrofon. Ist das schon ein Bonzo-Mikrofon? Das sind 20 Euro. Echt? Sieht voll teuer aus. Ja, das ist halt. Hardcore. Ich habe irgendwie kein richtiges. Hast du Boxspiel? Okay.
Thank you.
Two.
weniger was zu sagen. Sonst werden die Kills. Was ist denn da?
Ja, hab ich doch gesagt. So, ich glaube, das war's für heute. Machen wir mal noch einen Raid, dann noch ran wollen. Ne? Ja.
So, also war schön, euch den Abend zu zeigen und halt, ja. Wir sehen uns dann hoffentlich bis nächste Woche, Donnerstag, wieder mal. Bis dann, tschüss.